Was wissen wir über diese Frau? Höher! Zeig mir, was vor uns liegt. Wer wagt es, dieses Heiligtum zu betreten? Das ist doch nur eine Höhle, die nach Pisse und Tränen riecht. Wie kannst du? Wir suchen nach einer Frau namens Fulke. Wir erlösen euch von ihrem Übel. Die verrückte Ketzerin? Der Selbstgeborene hat mir einen Engel gesandt, um mich zu erlösen. Öffne die Tür. Ihre Häresie muss bestraft werden, nicht von Dänen oder Mahometanern, sondern von wahrhaftigen Christen. Du hast die Wahl. Geh zur Seite oder kämpfe. Und kommt es zum Gefecht, wird der Herr mich schützen. Sein Lohn wird mir gewiss sein. Augenblick! Gelobet seist du, o Herr der Schatzkammer des Lichtes, für diese Aussicht auf Errettung. Seid ihr von den Engeln Saklas geschickt? Oder sendet euch der Selbstgeborene? Das kann ich dir nicht sagen. Bist du die Frau, die man Fulke nennt? In dieser Welt bin ich das. Ich bin auf der Suche nach der wahren Natur des Selbstgeborenen. Und du sammelst Artefakte? Ich sammle die Instrumente der Kinder Saklas. Oh ja? Ich besitze einige dieser Kuriositäten. Bist du im Besitz eines geschliffenen Steines mit ungewöhnlichen Zeichen? Nun, du bist ja interessant. Verbirgst die dunkle Haut unter Kapuze und Robe. Und diese teuflische Klinge. Wir sollten gehen. Die Soldaten werden bald hier sein. Es gibt Ställe hinter dem Kloster, wo wir uns ungestört unterhalten können. Gut, geh voran. Kommt. Ah.
Wie lange hielt man dich gefangen? Ein paar Wochen. Ein Monat vielleicht. Wegen deiner sogenannten Heresie? Heresie? Ja. Ich hatte das viele weltliche Gegenstände in meinem Leben zu entdecken. Gegenstände, die vom Werk des Demiurgen zeugen. Dem falschen Gott, den diese Schwachköpfe in ihren Roben anbeten. Ich fand sie und andere Schnitzereien in ganz Germania und Francia. Und auch hier in Britannia. Lady Edwin behauptet, sie wären gotteslästerlich. Und ihr Verstand ist vernebelt. Sie sind von unschätzbarem Wert. Können wir diese Gegenstände sehen? Wenn du die Wahrheit über deine Herkunft suchst, sollst du sie heute erfahren. Wahrlich, die suche ich. Wo du hingehst, folge ich dir. Genug von den Rätseln, Sigurd. Fulke ist eine Hüterin wertvoller Gegenstände, von denen einer meine wahre Natur offenbaren könnte. Wahre Natur? Du sagtest, es ginge um den Sieg und wie wir Edwin bezwingen. Zu wissen, dass ich ein Abkömmling der alten Götter bin, wäre ein Sieg. Es würde meinen Anspruch auf dieses Land untermauern. Ein Abkömmling der Götter? Bei Odins Auge. Bruder, wovon redest du da? Fulke, es heißt, du wirst im Besitz eines besonderen Steines mit seltsamen Zeichen und dem Bild eines Baumes. In der Tat. Ich nenne ihn den Sagenstein. Denn er kam mit dem Dänen Ragnar Lodbrok in dieses Land. Und jetzt hast du ihn? Er ist Sonne und Mond meiner heiligen Sammlung. All die Heimlichtuerei für einen Runenstein, Sigurd? Wie weit würdest du gehen, um ein echtes Geheimnis zu hüten? Vielleicht sollte ich euch drei allein lassen, damit ihr eure Streitigkeiten beilegen könnt. Wir sind uns einig. Wir wollen nur den Stein sehen und die Runen darauf lesen. Niemand vermag, diese Runen zu lesen. Ihre Sprache ist geheim und vermutlich lange tot. Es kann nicht schaden, ihn uns zu zeigen. Nein, kann es nicht. Gepriesen seist du, oh Selbstgeborener, der du mir diese drei geschickt hast, um mich von meiner Strafe zu befreien. Kein flüsternder Gott führte mich hier, Fulke. Ich brauche keine Anweisung. Du kamst, weil ich dich rief, Eivor. Sie sprachen durch mich. Bruder, du verwirrst mich immer mehr. Und mich faszinierst du mit jedem Moment mehr. Der Sagenstein befindet sich gut verborgen in der Obhut meines Dieners. Bist du bereit, ihn zu sehen? Je eher wir diesen Stein zu Gesicht bekommen, desto besser. Gehen wir. Öffne dich dem Stein, wenn du dich ihm näherst, Eivor. Es könnte interessanter werden, als du glaubst. Was genau fasziniert dich so an diesem Stein, Fulke? Der Sagenstein stammt von einem alten Volk, einer Generation niederer Gottheiten. So wie alle Artefakte, die ich für meine Kirche sammle. Du hast in deiner Zelle zu Jesus Christus gebetet. Ist deine Kirche nicht die Kirche Roms, wie die der Sachsen? Die Sachsen glauben an Christus, den Erlöser. Doch ich kenne seine wahre Bestimmung. Er ist Christus, der Aufklärer, der Bewahrer geheimen Wissens. Verabscheute ich Edwin deshalb, weil du solche Ideen verbreitest? Ja. Christen wie Sie und Elfred glauben, dass es die Aufgabe Christi auf Erden war, uns von unseren Sünden reinzuwaschen. Die römische Kirche wurde durch die Lügen Saklas oder Yaldabaoths verwirrt. Der Demiurg hat viele Namen. Er ist ein niederer Gott. Saklas und die Seinen waren einst weise, doch sie verloren den wahren Gott aus den Augen, den Selbstgeborenen. Den Herrn der Schatzkammer des Lichts. Darum hat mich Edwin verurteilt und eingesperrt. Denn was sie Häresie nennt, ist tatsächlich die wahre Natur des Universums. Das ist eine sonderbare Geschichte. Und ihr Ende ist noch nicht geschrieben. Seid wachsam, wir werden beobachtet. Seid vorsichtig. Wir sind nicht gerade erfreut, dass wir hier sind. Edwins Augen und Ohren.
vorne. Was ist das für ein Turm? Eine Ruine aus römischer Zeit. Mein Diener fand sie verlassen und verfallen. Er suchte hier Zuflucht, nachdem sein Bischof ihn wegen derselben Wahrheiten verstieß, die auch mich in den Kerker brachten. Er war ein Priester? Das war und ist er. Die Bischöfe Englerlands sind schlicht zu feige und zu verblendet, um unser geheimes Wissen zu verstehen. Geplündert, von oben bis unten. Basim, halte draußen Wache. Das ist Edwin. Ist er das? Mein Diener Paul. Mein bester Freund. Mögest du eins werden mit dem einzig wahren Gott in der Schatzkammer des Lichts. Dein Freund hat den höchsten Preis für seine Treue gezahlt. Ich nehme an, er bewachte den Stein. Das waren Edwins Männer. Sie haben Bruder Paul getötet und meinen Stein gestohlen. Du, mit deinen Fragen und Zweifeln, du hast uns aufgehalten. Wegen dir habe ich die Gelegenheit vertan. Basim verdreht dir mit seinen Prophezeiungen den Kopf. Er führt dich an der Kette, wie ein Hund. Basim hat mir so vieles gezeigt. Er weiß, was ich denke. Er... Genug, alle beide. Hört ihr das? Soldat, Edwin ist hier. Ihr Dänen wagt es, mein Land zu besudeln? Halt ein, Eivor, erst reden wir. Lady Edwin! Ein Stein fehlt in diesem Turm. Auf ihm waren Runen und das Bild eines Baums. Kennst du ihn? Ja. Eine heidnische Spielerei dieser Ketzerin. Seid ihr deswegen hier? Wir wollen handeln. Diesen Stein gegen ein Friedensversprechen. Was redest du denn? Wir gaben Gedrick unser Wort. Für den Stein verlassen wir euer Land und kehren nicht zurück. Oh, dafür bringt ihr mir Gedricks Kopf. Der Stein ist in Reichweite. Wir stehen im Wort, Bruder. Oder? Sind wir uns einig? Wir akzeptieren. Gut. Tun wir nicht! Eivor! Nein! Macht sie nieder! Keiner darf überleben! Eivor, bist du verrückt? Das vergesse ich dir nicht. Was willst du tun?
die Ratte! Narr! Das war die Gelegenheit, den Stein ohne Blutvergießen zurückzubekommen. Ich werde Gedrick nicht verraten. Das ist nicht deine Entscheidung. Meine Versprechen gehören mir und sie sind eisern. Dein erster Schwur gilt deinem Jarl, Jarl Sigurd, deinem Bruder und Herrn. Halt dich da raus! Es reicht. Spätestens jetzt wissen wir, warum Sigurd das Sagen hat. Du hast dich nicht unter Kontrolle, Wolfsmal. Wenn du das mit Basim klären willst, fordere ihn zum Holmgang. Falls nicht, folgst du mir, hörst auf mich und tust, was ich sage. Edwin wird zu ihrer Festung fliehen. Du willst deinen Stein? Er ist dort! Gedricks armseliges Heer wird die Mauer nie durchbrechen. Wir hätten erst den Stein nehmen und dann die Burg belagern sollen. Das war die ganze Zeit unser Plan. Ich hatte nie vor, Gedrick zu verraten. Ist das tatsächlich dein Ernst? Und trotzdem ließ du mich im Dunkeln durch deine Anflüge von Wahnsinn tappen? Man kann dir nicht alles sagen. Dein Temperament übermannt dich. Ich weiß es. Mein Vater wusste es. Dein Vater wusste es. Ja? Du schlägst zu mit der Wut Odins, doch du verfügst nicht über seine Weisheit. Das wird dein Verhängnis sein, Eivor. Komm, mein Freund, wir müssen eine Schlacht vorbereiten. Dieser Streit mit deinem Bruder war vielleicht ein Schauspiel. Ging es bei euch schon immer so hitzig zu? Mein ganzes Leben waren wir eins. Als Familie, als Geschwister. Ich kannte seine Gedanken und er meine. Bis heute. Die Zeit macht uns alle zum Narren. Du hast heute gut gekämpft, Fulke. Wirst du an meiner Seite stehen? Um Edwin die Kontrolle über den Schier zu entreißen? Oh ja. Gedrick bat mich, sie von ihrem Nachschub abzuschneiden. Weißt du, woher sie Nahrung und Vorräte bezieht? Östlich von Oxenafort, südlich der Villa Lea, gibt es einen Ort namens Etonhof. Dort handeln übereifrige Bauern mit Soldaten. Wir treffen uns dort. Ich bin bald da. Sigurd, mein Bruder. Du bist in deinem eigenen Sturm gefangen. Edwins Verteidigung ist geschwächt, aber ich könnte noch mehr tun, bevor ich Fulke treffe. Los, Söhnen.
Edwins Männer! Die sind hinter uns her! Du da, was ist los? Sie kommen! Schnell, Männer, sonst löschen sie uns aus! Uns den Arsch gerettet. Wir können dir nicht genug danken. Geht nichts. Verfluchen! Bleibt mir vor!
Hilf mir. Sei meine Augen. Sehen, was du siehst.